So, grüß Gott miteinander. Jetzt möchte ich euch erklären, wie man Holz miteinander verleimt. Ich möchte euch rein nur hier mal erklären. Und man sieht von vorne, sieht man die Jahresringe. Wenn ich so zusammenleim, hier stimmt es hinten vorne nicht, weil man muss Kern an Kern und Splint an Splint. Wenn man den so sieht, den Baum, und so, dann sieht man, dass der Baum im Kreis ist. In der Mitte ist normal das Herz. Und alles, was innen drin ist, ist der Kern. Und das, was außen dran ist am Baum, ist der Splint. Das heißt ganz einfach, es hört sich viel schwieriger an, wie es ist. Wenn ich dieses Teil so habe und ziehe die Jahresringe, gehe so, und die geht auch so, dann kann ich die nicht so verleimen, weil dann wird dieses Teil wird rund und dieses wird hohl. Das heißt ganz einfach, ich stürze das und drehe es, dass die Jahresringe so laufen und die Jahresringe laufen so. Das heißt im Ganzen, das wird nicht mehr hohl, sondern auf dieser Seite wird es rund und auf dieser Seite wird es hohl. So, und wenn ich das jetzt dazu nehme und hier habe ich wieder den Splint und stürze das wieder, dass die nach unten geht, nehme das dazu. So, wieder falsch, ich muss das wieder so stürzen, dass die nach oben gehen, die nach unten. Jetzt haben wir ein Bild hier. Jetzt geht das Ganze einfach rund, hohl, rund, hohl. Und somit schaffen die vier Hölzer miteinander, gegeneinander, dass sie nicht so rund werden, sondern die werden unter dem Mikroskop gesehen, werden die so. Und so ist auch jede Tischplatte ist so verleimt, auch diese Platte ist so verleimt, dass es einfach gerade bleibt. Und wenn ich meine Hölzer rausgesucht habe, gehe ich her, mache mit dem Bleistift einfache Anzeichnung, ich zeige es euch gleich, so ein Dreieck. Und dann weiß ich genau, das ist mein oberstes Holz, das ist mein mittleres, weiter unten, so. Dann kann ich das nachlegen und dann nehme ich immer nach links oder nach rechts, das ist egal. So, so. Dann gebe ich den Leim an. Das machen wir momentan noch nicht, weil ich möchte euch das zuerst zeigen, wie das mit den Schraubzwingen funktioniert. Weil da können wir nämlich auch ein Problem kriegen. Und dann brauchen wir es jeweils immer nur drehen, drehen und wir haben wieder unser Dreieck beieinander. Dann wird das immer stimmen. Jetzt kommt ein kleines Problem. Von den meisten Leuten gehen her, die Schraubzwinge, immer mindestens eine Umdrehung vom Gewinde rausstehen lassen. Weil, wenn das nachher so zusammenkommt und ich fange ganz an und sollte ein bisschen beim Aufmachen nachher und sollte ein bisschen auseinandergehen, dann bringe ich die Schraubzwinge nicht mehr weg. Und so habe ich kein Problem, dann kann ich die ansetzen. So, jetzt zum Ansetzen von der Schraubzwinge. Ich muss gucken, dass ich von dem Holz hier den rechten Winkel kriege. So ansetzen, gucke aber gleich, dass einigermaßen vorne bündig ist. Und dann setze ich das ganz mit Gefühl an und mit Gefühl drücke ich das zusammen und dann rutscht mir das nirgendwo nah. Wir drehen die wieder alle nach links. So. Und denke dran, viel Leim hebt nicht viel. Und dann werde ich das so zusammennehmen, nur verrühren, dass überall der Leim dran ist, auf der ganzen Fläche, so, und nur einseitig angeben. Kommen wir zu dem Thema wieder, viel Leim hebt nicht viel. Das Ganze auch wieder, das überall wieder. Und dann schiebe ich die Hölzer zusammen. Guck gleich, dass sie in der Länge beieinander sind. Jetzt kommt ein Beispiel. Falsch. Falsch ist so, da seht ihr schon, wie sich das vorne alles verzieht. Und es rutscht überall in der Gegend rum. Wir machen das richtig, das heißt, nochmal ausrichten. So, gucke, dass ich so den rechten Winkel habe. Und dann mit Gefühl anziehe. Sollte ich merken, dass noch was verrutscht, dann kann sein, ich muss ganz Kleinigkeit hier nachgehen oder hier, falls es sich in der Höhe auch noch verrutscht. Und wenn ich merke, aha, das passt, dann sehe ich auch, wie es der Leim
an der Fuge rausdrückt. Nimm die andere Schraubzwinge. Hier auch. So, ein Gewind raus. Und drück das so zusammen. Und ich habe, wenn ihr so guckt, hier eine wunderbare glatte Fläche. Ein kleiner Tipp, bevor ihr irgendwie auf der Hobelbank sind, nehmt lieber ein altes Brett oder legt eine Zeitung ran. Weil eine Zeitung, die kann man nachher auch so wieder abziehen. Und dann ist es wunderbar. Den Leim kann man vorher mit einem alten Eisen kann man das runterziehen. Ich mache es jetzt mal mit einem Stecheisen. Ihr könnt das so runterziehen und abstreifen. So, das meiste vom Leim ist weg. Toll. Splint an Splint, Kern an Kern, Splint an Splint. Und das Ganze gestutzt. So sieht es nachher aus. So. So verleimt man Holz richtig.